Der Titelrekordmeister verpflichtet eigentlich zum Anspruch, um den Meistertitel mitzuspielen. Davon war Rapid Wien in den letzten Jahren jedoch immer ein ganzes Stück weit entfernt. Meisterfeiern kennen gerade die jungen Spieler der Wiener oft nur aus dem Fernsehen. Aber sie sollen das Fundament für künftige Erfolge bilden. Der nächste Step sollte aber auch sein, dass wir diese Mannschaft, die jetzt sicherlich auch eine gute Entwicklung genommen hat, dass wir die in Zukunft wirklich zusammenhalten können. Weil eins ist klar, wir wollen nicht immer nur um Platz 2 bis 5 spielen, sondern wir wollen auch mal einen Titel gewinnen. Und dazu braucht man eine Mannschaft, die dann auch mal über 2, 3, 4 Jahre zusammenbleibt. Müller will seine junge Mannschaft weiterentwickeln und bestenfalls auch noch verstärken. Der Plan dafür klingt simpel. Schnell zu sein, gute Spieler zu entdecken, wenn es auch geht, dann preisgünstig, weil wir können uns nicht alles leisten, und sie dann zu entwickeln. Für das langfristige Projekt Meistertitel sollte jedoch der aktuelle Kader gehalten werden. Unser Kader steht im Moment. Wir wollen nochmal vielleicht, wenn es machbar ist, an Personal nachlegen. Aber ansonsten steht dieser Kader so und wir denken auch nicht darüber nach, noch Spieler abzugeben. Ob der Rollenwechsel vom Jäger zum Gejagten aber schon dieses Jahr passiert, das darf zumindest bezweifelt werden.